Ja, mein Name ist Elmar Behling. Ich bin Landwirt hier in Langwedel, Landkreis Verden. Ich betreibe einen Betrieb mit 240 Hektar Ackerbau und darüber hinaus 3200 Mastschweineplätze und Geflügel haben wir auch noch. Wir haben 65.000 Mastplätze Hähnchen. Der ausschlaggebende Grund war, dass wir mit den Salmonellenwerten zu hoch waren, wir da mit runter mussten und das, so sehe ich das jedenfalls auch Stand heute immer noch, das nur mit einer Säuregabe über das Tränkewasser zu erreichen ist oder war. Und dann kam die weitere Überlegung, wenn wir das schon machen, können wir nicht zusätzlich noch was erreichen. Ja, und dann kam irgendwann das High-Care-System. Und dafür habe ich mich interessiert, weil ich im neuen recht aufgeschlossen bin. Und so sind wir zusammengekommen. Die Erfahrungen sind eigentlich, ja, man kann sagen, sehr gut. Wir sind jetzt im vierten Durchgang, Mastdurchgang, und sind bislang in diesem System antibiotikafrei. Wir haben in etwa die Mastleistung in der Zunahme, in der täglichen Zunahme um 50 Gramm gesteigert und die Futterverwertung ungefähr so um 0,15 Punkte nach oben geschraubt, also nach unten geschraubt. Für die Ungezieferbekämpfung haben wir Köderboxen in unserem Betrieb an allen unseren Standorten rund um die Stelle aufgestellt. Das macht unsere betreuende Firma AgroPestControl von der Firma Schippers. Und das wird laufend überprüft, um die Fliegenpopulation zu stoppen bzw. zu unterbrechen, bringen wir das Madentod der Firma Schippers auf die Oberfläche der Gülle ein. Dieses verhindert die Verpuppung der Larven und unterbindet somit eben die Vermehrung der Fliegen im Stall. Ja, jetzt sind wir hier innerhalb der Hygieneschleuse unseres Stalles. Hier haben wir ja unsere Dosiereinheit einmal für das DioClean. Also das DioClean ist, wie schon gesagt, dafür da, um die Tränkeleitung sauber zu halten. Und das hat aber keinen negativen Einfluss auf den Geschmack des Wassers. Zusätzlich haben wir dann die Säurepumpe, die wir hier mit der Säure Welfare der Firma Schippers das Wasser ansäuern, um die Salmonellenproblematik bei dem Schwein in den Griff zu bekommen. Ja, wir haben hier in dem Stall, in dem Schweinebereich sowie aber auch in der Hygieneschleuse den Fußboden und die Seitenwände auf 1,10 Meter Höhe gekotet. Also mit dem Coating bin ich dahingehend sehr zufrieden, weil wir jetzt über einen längeren Zeitraum jetzt im vierten Mastdurchgang uns befinden und wir keinerlei Krankheitseinbrüche hatten, wir keine Antibiotika eingesetzt haben und das führe ich unter anderem auch darauf zurück, dass wir durch das Koten eben besser und effizienter reinigen und desinfizieren können und sich Keime somit im Stall nicht festhalten. Also ich würd es auf jeden Fall empfehlen. Und wenn das Grundmaterial stimmt, dann kann man darauf aufbauend noch weiter was erreichen. So, und da ist HiCare mit Sicherheit ein gutes Beispiel, um Erfolg zu haben. Ja, aber am Ende kann man sagen, wenn man das umsetzt, dann macht es auch Spaß. Das ist einfach so.